Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es ganz, ganz hervorragend, denn ich darf heute wieder oder kann heute wieder eine neue Coloring Book Collection für euch drehen. Also ich zeige euch wieder so ein paar Malbücher, die in den letzten Wochen bei mir eingetrudelt sind und ich habe wieder versucht, einen schönen Mix herzustellen. Querbeet durch alle Seasons und Jahreszeiten, Stile, Künstler und ja, lasst euch überraschen. Ist wieder, denke ich, eine schöne Ausbeute. Ja, und ihr seht schon, anfangen möchte ich heute mit einem super, super, super süßen und wirklich winzig, winzig, winzig kleinen Malbuch. Und zwar ist das von der lieben Anna B. Und das kleine Malbuch gibt es auf Etsy. Und hier hat sie mir netterweise so einen kleinen Aufkleber mit dazu geschickt. Sehr, sehr niedlich. Und das Malbuch selber heißt Vogelwetter. Genau. Und ja, genau. Das ist einmal Anna B. Und beziehungsweise da findet ihr auch ihre Homepage. Den Link zu ihrem Etsy-Shop bzw. zu dem Malbuch bekommt ihr natürlich in der Beschreibung, so wie zu allen anderen Malbüchern natürlich auch. Genau, und jetzt seht ihr einmal hier auf der Hand, wie klein dieses süße Malbuch tatsächlich ist. Und ich finde es einfach nur urstwitzig und so liebevoll. Man sieht auch händisch gebunden und ja, für zwischendurch. Und es ist einfach nur sehr, sehr, sehr niedlich. Genau, zweiseitig bedruckt. Das Papier ist weiß und gar nicht mal so dünn. Also für wirklich, wirklich zwischendurch kann ich diesen kleinen Schatz sehr empfehlen. Genau, die Outlines, die sind dunkelblau. Also nicht schwarz. Ich hoffe mit dem Licht, das funktioniert heute alles so einigermaßen. Wir haben heute echt typisches norddeutsches Novemberwetter. Und ja, ich habe alles an Lichtquellen aufgefahren, was ich finden konnte. Ich hoffe, es geht so. Genau, das ist das kleine, süße Malbuch Vogelwetter von Anna B. So. Und dann habe ich hier nochmal wieder, ich hole euch mal einfach ein bisschen dichter dran, dann ist es nicht genau, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Das ist wieder ein Malbuch von Atesa und dieses Mal ist es das Unikaya Mandala Illustrations. Genau, und ja, wie gesagt, wie beim im letzten Coloring Book Collection, ganz toll finde ich dieses Gummi, was die Seiten halt schön zusammenhält. Ich finde auch hier die Größe sehr, sehr ansprechend. Ist also für zum Beispiel auf Reisen richtig cool. Nimmt nicht so viel Platz weg und man hat eine reichliche Ausbeute an Motiven. Genau, wie der Titel schon sagt, sind in diesem Malbuch viele, viele, viele Mandalas zu finden in den verschiedensten Stilen und Outline-Stärken, weil hier auch wieder verschiedene Künstler ihre Kreativität haben freien Lauf lassen und die Outlines in diesem Malbuch sind schwarz und ich gehe einfach mal mit euch so ein paar Mandalas durch. Ist von super, super filigran bis nicht ganz so filigran alles dabei. Kann man auch schön mal mit Feinlinern oder Gelstiften drin arbeiten. Ganz so, wie das Herz begehrt. Buntstifte, das Papier, die Drucke sind einseitig. Also alles kann, nichts muss. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Genau, wenn das hier so ein bisschen
asymmetrisch ist, finde ich das auch sehr schön. So, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Hier ist einmal die Rückseite nochmal. Okay, dann schnippe ich hier das Gummi nochmal rum. Uniquire Mandala Illustration von Atesa. Weiter geht's. Genau, diese sehr talentierte Künstlerin, die habe ich euch auch schon öfter vorgestellt. Das ist jetzt aktuell, meine ich, das letzte neue Malbuch, was ich hier habe. Ich weiß nicht, ob da jetzt in den nächsten Wochen noch mal wieder was dazu kommt, aber das ist das Malbuch To Mom with Love. Und Mel King ist ja eine Künstlerin, die sehr, sehr, sehr filigran teilweise unterwegs ist mit ihren Zeichnungen. Ich finde das wunderschön, sehr fantasievoll und ja, sehr lieblich einfach auch, ne? Da habt ihr gesehen, da ist nochmal was anderes gewesen. Da könnte man auch sich üben, Kleider zu malen. Auch hier sind die Motive einseitig bedruckt. Und gedruckt ist das Ganze auf dem typischen Amazon-Papier. Genau, das Papier ist weiß. Ach ja, diese Katzen, die sind doch einfach nur Zucker. So. Wunder, wunder, wunderschönes Malbuch. Och Gottchen, die Mäuschen, es ist ja, ach, da geht mir das Herz aus. Das Herz aus, das Herz auf. Genau. Okay. Wunderbar. To Mom with Love von Mel King. So, und jetzt zoome ich euch noch mal ein bisschen raus. Denn jetzt habe ich hier eine weihnachtliche Anregung für euch. Und zwar ist das Happy Christmas von Noel Dahlen. Und das Malbuch ist erschienen bei Dover Coloring Books. Genau, und diese Malbücher sind ja, ich denke, eigentlich gedacht eher für Kinder. Ich persönlich habe kein, mir ist das total egal, ob ein Malbuch für Kinder ist oder für Erwachsene. Wenn mir die Motive gefallen, dann möchte ich es gerne haben und es kolorieren. Und ich bin einfach nur super, super entzückt von diesen weihnachtlichen, unfassbar niedlichen Bildchen. Ne? Also da geht mir wieder einmal extrem das Herz auf. Wunderschön. Wie ihr seht, sind die Motive, die Blätter beidseitig bedruckt mit Motiven. Das Papier ist jetzt nicht so das super dickste, aber Buntstifte lassen sich hier drauf sicherlich sehr, sehr gut anwenden. Genau, einfach nur wahnsinnig niedlich. So, so schön. Und das Papier ist auch weiß in diesem Malbuch. Okay, Happy Christmas war das. So, jetzt habe ich ein Malbuch hier aus dem, auch aus dem Dover Verlag, aus der Creative Heaven Reihe. Und es ist Entangled Landscape von Angela Porter. Und ich liebe es so sehr. Ich liebe vor allen Dingen auch, dass in den Coloring Heaven Büchern immer so ein paar Beispielseiten schon koloriert sind. Und was, wer mich schon länger folgt oder wer mich schon etwas länger kennt, der weiß, dass ich ein großer Fan von Angela Porter bin. Und was fasziniert mich besonders in diesem Malbuch, dieses, wie soll ich sagen,
Man hat hier halt einfach kleine Welten innerhalb des gesamten Motivs. Und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr toll, weil man immer wieder, wenn man auf diese Bilder guckt, neue Dinge entdeckt. Und mit Farbe kommt das natürlich noch cooler raus. Also voll schön. Und ich bin ja auch ein Fan von filigranen Motiven und da kann ich die Seele richtig schön baumeln lassen. Genau. Und wie das bei in der Creative Heaven Reihe so üblich ist, sind die Blätter mit den Motiven auch wieder einseitig bedruckt. Die haben hier überall so einen schönen Rahmen. Und ja, die Seiten sind auch perforiert, also man kann sie auch herauslösen. Sehr, sehr, sehr schön. Und das Papier ist weiß. Ganz genau. So, hier ist nochmal eine kolorierte Seite. Wundervoll, wundervoll. Bunt und sehr schön. Entangled Landscape von Angela Porter. So, dann habe ich hier ein richtig dickes Malbuch. Das sind 100 Amazing Patterns von Jade Sommer. Und ja, zum Entspannen eine wirklich, wirklich große Empfehlung von mir. Die Motive sind meistens nicht allzu stark, allzu filigran. Und ja, teilweise floral angehaucht, teilweise so ein bisschen, ja, das meiste ist schon ein bisschen floral angehaucht. Hier und da könnte man auch Edelsteine rein interpretieren oder so Buntglasmotive. Guck mal, hier sind zwei Papageien. Auch diese Motive sind auf dem Amazon-Papier gedruckt, haben hier immer so einen schönen Rahmen drum. Die Rückseite ist, wie ihr sehen könnt, schwarz. Also von daher immer schön dran denken. Wie immer an dieser Stelle sage ich, wenig ist lieber einmal mehr als zu wenig. Schön ein paar Blatt Papier unter die Seite packen, die ihr kolorieren möchtet, damit die Druckerschwärze nicht abdruckt auf das nächstgelegene Papier. Gut ist natürlich bei diesem schwarzen Hintergrund, wenn ihr mit Alkoholmarkern malt oder mit generell mit Medien, die durch das Papier durchdrücken, dass es dann wahrscheinlich, weil dass es dann eben nicht so auffällt auf der linken Seite. Genau. 100 wundervolle Motive. Auch hier ist das Papier wirklich rein weiß. Sehr, sehr schön. Ganz genau. Und hier sind diverseste Titel, die schon rausgekommen sind unter Jade Sommer. Und ja, die Vielfalt kennt keine Grenzen. Genau, was ich auch sehr schön finde. Genau, und jetzt habe ich hier ein Malbuch das erste Malbuch aus der Reihe The Mystical Lands of Uganda von Karen E. Meyers. Und ich persönlich finde tatsächlich, dass diese Malbücher bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Und deswegen, ich habe sie auch sehr, sehr spät für mich entdeckt. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Bin aber umso glücklicher, dass ich jetzt diese Bücher für mich entdeckt habe. Und freue mich da auch, meine Sammlung in naher Zukunft weiter aufzustocken. In diesem Malbuch sind tatsächlich alle Motive zweimal enthalten. Es ist wieder ein Amazon-Malbuch.
Ja, ich finde es einfach so, so cool, diese Motive. So fantasievoll auch. Zeige euch mal genau. Dieses hier zum Beispiel, mega schön. Auch Mod Mode. Richtig, richtig cool. Mushroom House. Lapis Lake, genau. Und Karin spielt sehr mit dem Outlines von der Dicke her. Das finde ich sehr schön. Ich mag die Motive unglaublich gern. So Fairy Houses, Pilze, Wald ist halt einfach total mein Ding. Ich liebe es ohne Ende. Und hier ist einmal die Landkarte von Uchana. Und ja, dann gibt es, wie gesagt, die Motive immer zweimal im Buch. Genau. Mega, mega schön. Wunderschönes Malbuch. So. Als nächstes habe ich hier Nice Little Town 10 von Tatjana Bugima-Stulova. Und ich finde ja, dass mit jeder, wirklich mit jedem Malbuch aus dieser Reihe werden diese Malbuchbücher immer, immer schöner. Na, also ich bin ein total großer Fan von diesem kleinen Mäuschen. Und freue mich von daher auch sehr, euch dieses Malbuch präsentieren zu können. Genau, auch hier ist es wieder ein Amazon-Malbuch. Unfassbar niedlich. Ich habe schon ganz, ganz, ganz viele tolle Motive gesehen, die ausgemalt wurden aus dieser Nice Little Town-Reihe. Und ich verliebe mich immer wieder aufs Neue. Es ist einfach Zucker. Zucker, Zucker. Wunderschön. Wunderschön. Okay, Nice Little Town 10 bei Tatjana Bugima-Stulova. So, und jetzt habe ich hier noch ein paar teilweise Artist Coloring Books für euch. Und zwar ist das jetzt hier, man kann es aufgrund des Lichtes ein bisschen schlecht erkennen, den Titel Summer Cutting Garden von Christy Rice. Und das ist ein Watercolor-Malbuch. Und tatsächlich muss ich sagen, es ist das für mich schönste bisher. Das schönste Malbuch. Und zwar, ja, hier gibt es ein paar Informationen zu Christie, zum Buch selber. Kann man das hier so super cool aufklappen. Und ups. Hier ist Schiffer Publishing ist das Malbuch rausgekommen. Genau, und hier hat Christy ein paar Tipps für uns parat und erklärt hier auch ein bisschen was zu den Blümchen, die sie hier gezeichnet hat für uns. Genau. Auch gibt es jeweils zu den Infos zu den Blümchen als solches, auch so ein paar Painting-Tipps, also Coloring-Tipps. Wundervoll, wundervoll. Und dann geht es auch schon los mit den eigentlichen Motiven. Und ja, das Papier ist echt super dick, ist halt Watercolor-Paper, also Aquarellpapier, ist einseitig bedruckt und lädt wirklich ein, seine Kreativität freien Lauf zu lassen. Wunderschönes Motiv. Richtig toll. Kaktus. Mega schön.
Mega schön. Ja. Genau. Okay. Einmal so rum, einmal so rum. So. Summer Cutting Garden by Christy Rice. Und jetzt habe ich ein Malbuch für euch. Ich befürchte, dass es das nicht mehr zu kaufen gibt. Ich werde noch mal auf die Suche gehen, intensiv. Dieses Malbuch ist mir mehr oder weniger durch Zufall in die Hände gefallen beim Stöbern auf Etsy. Ich habe es auch ein bisschen, ja, blanko gekauft, ohne zu wissen, was mich zurecht erwartet. Aber ich fand halt diese Katze so toll und ich mag ja dieses süße Halloween und so. Lirum Larum. Das ist ein russisches Malbuch, Witch Spirit. Und dieses Malbuch ist auch von diversen Künstlern kreiert. Namentlich sind sie alle hier genannt. Genau. Und ich blätter einfach mal mit euch durch das Buch so ein bisschen. Wie gesagt, es sind viele, viele verschiedene Stile in diesem Malbuch vertreten. Das Papier ist ein ganz, ganz klein bisschen gräulich. Genau. Und ja, beidseitig bedruckt und hat in den allermeisten Fällen sehr cool, sehr, sehr cooles Motiv. Hat in den allermeisten Fällen eine kleine Notiz. Ein kleiner Spruch, Quote, Zitat. Oh, und auf der anderen Seite ist dann das Hauptmotiv abgebildet. Oder so wie hier geht es sozusagen nahtlos ineinander über und schließt dann diese Notes mit ein. Es blättert sich gerade etwas schwierig. Ein bisschen mit roher Gewalt hier runterdrücken. So. So ein bisschen darky, darky Halloween Witch Spirit ist cool. Sehr, sehr cool. Ach ja, so kleine Zaubertränke finde ich ja auch immer mega cool. Witch Spirits, Russian Coloring Book, Various Artists. Genau, okay. So, dann habe ich hier nochmal ein wundervolles Artist Coloring Book für euch. Und zwar ist es Age of Elegance von Ellie Marx. Und auch dieses Malbuch habe ich auf Etsy, in Ellie Marx Etsy Shop bestellt. Auch dazu den Link findet ihr in der Beschreibung. Hier eine ganz süßes Happy Coloring Signatur von Ellie. Genau, hier ist nochmal eine Visitenkarte mit ihrem Job. Genau. Wunderschön. Genau. Und auch hier ist das Papier super dick. Also es ist wirklich ein richtig schönes Künstlermalbuch, wo man auch wieder mit den Medien rumspielen kann. Das Malbuch ist spiralgebunden. Ihr seht, dass hier lauter, lauter tolle Porträts abgebildet sind und dass die auch immer in so einem zarten Rahmen eingehüllt sind. Das finde ich auch sehr, sehr schön mit dem Cottage da im Hintergrund. Nee, mit der kleinen Kirche ist das wohl. Wundervoll, wundervoll. Genau, hier ist der Eiffelturm im Hintergrund, also
Frankreich, parisisch angehaucht. Wunderschön. Ach, das ist auch sehr, sehr niedlich. Genau. Toll. Sehr, sehr schön. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Eine Test Your Colors Page. Noch eine. Richtig gut, finde ich richtig klasse. Und das ist die Rückseite. Wunderschön. Age of Elegance bei Ellie Marx. So. Und Coloring Heaven Collection Collectors Issues. Ja, hier ist nochmal ein halloweenisch angehauchtes Malbuch. Frightlings Halloween bei Tabitha Thrope. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, diese kleinen Figürchen, die sind auch einfach nur unfassbar fetzig und süß teilweise. Ja. Wie das so typisch ist bei diesen Malbüchern, auch die sind wieder einseitig bedruckt, das Papier ist weiß und auf der linken Seite findet man immer ein paar Informationen zu dem Motiv als solches, also den Namen des Motives und weiteres und ähnliches, genau. So fetzig, cool. Ah, hier die Fledermäuse sind auch einfach nur mega. Vincent und Vladimir. Cool. Cool. Habe ich gerade gesagt, das Papier ist weiß. Genau. Limbo Zammerling. Victor and Victoria. So geil. Into the Night. Ja. Ach, das ist ja süß. Love Elixir. Wolfgang von Whirling, Call of the Moon, mega, mega der Name alleine schon, das ist echt der Wahnsinn, so cool. Genau, insgesamt sind es 40 Motive. Richtig cool, macht mir richtig Spaß, es sogar so anzugucken. Fetzt. So, nächstes Artist Coloring Book, Linda Ravenscrofts Fairy and Fantasy Art, Painting and Coloring Book Nummer 6. Genau. Es gibt auch schon Nummer 7, aber heute möchte ich euch erstmal Nummer 6 vorstellen. Genau, Linda Ravenscroft, da ist ein bisschen ein paar Infos zu der wundervollen und wahnsinnig talentierten Künstlerin. Auch hier ist das Malbuch spiralgebunden, wieder unfassbar dickes Papier, auch so Watercolor-Papier. Es ist sehr, wie soll ich sagen, strukturiert das Papier. Das Papier ist cremig, also nicht rein weiß und beinhaltet wunder, wunder, wunderschöne Motive. Hier ist das Titelbild. Genau. Mega, mega schön. So süß. Ganz toll.
Und hier ist einmal die Rückseite. Wundervoll. Genau. Und Jane F. Hankins ist auch in dieser Coloring Book Collection vertreten. Und zwar diesmal auch wieder mit einem Halloween Coloring Book. Halloween Mischief and Magic. Und ja, diese Malbücher gibt es halt auch immer in zwei Größen, in dieser Größe und in noch größer. Genau, Fine Art Coloring Book, 25 Bilder sind hier drin und auch wahnsinnig, wahnsinnig dickes Papier. Spiralgebunden und perforiert sind die Seiten. Und dann zeige ich euch auch hier nochmal ein paar Motive. Ja, Kürbisse. I love Kürbisse. Auch. Und erst recht, wenn sie so süße kleine Gespensternachthemden anhaben. Auch sehr schön. Also das sind wirklich Motive, die sind sehr, sehr großflächig angelegt. Und ach ja, und die Trolle, sehr cool. So, hier haben wir nochmal einen mega coolen Magier. Wundervoll, wundervoll. Hier kann ich mich erinnern, im letzten oder im vorletzten Jahr hat die liebe Isabel von Passionista Colorista dieses Motiv ausgemalt. Fand ich mega stark. Genau. So cool. Und ich glaube, diesem kleinen Goblin hat sie auch Farbe verliehen im letzten Jahr, meine ich. Mega, echt total cool. Hat sie auch YouTube-Videos zugedreht, also Livestreams. Lohnt sich auf jeden Fall, den Prozess mal sich anzugucken und den Chat zu verfolgen. Ich mache das ja tatsächlich super gern. Halloween Mischief and Magic von Jane F. Hankins. So, und last but not least habe ich jetzt noch mal ein riesiges Malbuch für euch. Also das ist noch mal ein Stückchen raus. Nee, weiter geht nicht. Und zwar ist das Disney, ach ja, französisch, Vitruvius. Ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Aus dem Hacht Heroes. Genau. Und ja, der Einband ist wirklich hartes Pappmaché, sehr dick. Was ich ganz, ganz toll finde, was diesen Malbüchern einfach einen unfassbar edlen Eindruck verleiht, ist, dass hier dieser Außenrand so schön silbern ist. Also wirklich, auch die Rückseite ist so hart. Also das sind wirklich Malbücher, da hat man ordentlich was in der Hand, wenn man es denn in der Hand hat. Genau, und aber auch so habe ich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft dieses Buntglas, fensterkolorierte Seiten gesehen. Und anfangs dachte ich so, oh ja, sieht super schön aus, wenn es andere machen, aber ich glaube, meins ist nicht. Aber ich habe mehr und mehr Lust bekommen, es auch tatsächlich mal auszuprobieren, weil einfach die Motive doch wunderschön sind, wenn sie so ausgemalt sind. Genau, illustriert sind die. Hier sind die Bilder von Jane Loughran. I don't know. Den Namen schreibe ich euch auf jeden Fall auch in die Beschreibung. Und dann geht's auch schön los mit unseren Disney-Helden. Und wahnsinnig, wahnsinnig tolle Motive. Teilweise mit schwarzen Hintergrund. Ihr seht, dass die zweiseitig bedruckt sind, die Blätter beidseitig bedruckt, und ja, es sind halt wirklich so, ich will nicht sagen alle, aber unfassbar viele Helden
vertreten. Es sind ja auch unfassbar viele Motive, also 100 Stück halt. Und ja. Ein paar Bösewichter sind auch mit dabei. So wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ach, da kommen immer Kindheitserinnerungen hoch, ne? Wenn ich jetzt hier König der Löwen sehe, also es ist... So schön. Schön und das Biest. Es könnte sein, dass jetzt in jeder Sekunde mein Kater Pelli ins Bild springt. Oh, Pelli, bleib mal bitte unten ganz kurz. Genau, hier ist es nochmal einmal in weiß und einmal spiegelverkehrt abgedruckt. Auch schön. Wunderschön. Wunderschön. So, ein paar Disney-Pixar-Helden sind auch mit dabei. Ja, cool. Und hier sind noch so ein paar Kärtchen, wo man hinten was Schönes draufschreiben kann. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Okay, wunderbar. Also, ich hoffe sehr, dass euch die neue Coloring Book Collection gefallen hat. Wenn dem so ist, ihr wisst, lasst mir super gerne einen Daumen hoch da, teilt das Video, abonniert den Kanal und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwas gerne loswerden wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich da immer unfassbar drüber und ja, ihr unterstützt mich damit halt ungemein. Und ja, genug und. Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund. Habt viel Spaß mit unserem fantastischen Hobby. Und dann sehen wir uns demnächst bald wieder. Macht's gut. Tschüss.